schönen guten Abend für mich, meine lieben Dieselfreunde. Guten Tag vermutlich für euch, je nachdem, wann ich es einstelle. Ich bin nicht im LKW unterwegs, sondern an einem anderen Auto. Ein bisschen was Flacheres, Kleineres und ja, Beweglicheres. Bin gerade privat auf dem Weg Richtung A44. Und dachte, ich habe ein Stückchen Weg vor mir, schnuddeln wir mal ein bisschen, wie man in Hesse sage, gell? Und ich muss hier die Kamera noch ein bisschen halten. Ja. Ich muss aber auch gleichzeitig darauf achten, weil ich kein externes Mikrofon dabei habe, ist alles im LKW, dass ich die Kamera richtig halte. Eigentlich wollte ich dieses Wochenende die neue Sonnenblende, die in meinen Augen richtig schick ist, an den LKW anbringen. Habe ihn dazu von MAN am Samstag abgeholt. Hat die neuen Scheinwerfer dran, die Jumbos oben, hat die Popeyes an den Spiegeln hat er dran. Sieht also echt schick aus. Und wollte dann die neue Sonnenblende anbauen. Ja, fahre mit dem Ding dann zum Hof. Und als ich ihn da abstelle, fällt auf, dass unten drunter, so aus dem Verteilergetriebebereich, eine Flüssigkeit unterm LKW vorläuft. Also drunter geguckt, ist es so ein LKW? Ja, ist so ein LKW. Tropft da fröhlich runter, so jede Sekunde ein Tropfen. Und ich konnte aber nicht näher ran, ich konnte auch nicht unten drunter, weil dann halt diese relativ flach am Boden abschließt, bin ich nicht runtergekommen. Von oben bin ich nicht rangekommen, weil mir das Werkzeug fehlt, um die Trittbleche abzunehmen über den Rahmen. Da fehlt mir noch der Torx-Satz, also das ist mir halt aufgefallen, da muss ich noch nachbessern, entsprechend große Torx-Schlüssel zu haben, weil bei MAN ist alles, was irgendwie außen angebaut ist, das haben die konsequent alles mit Torx gemacht. So, jetzt wollen wir ein bisschen runterbremsen hier. Hier stehen sie gerne und blitzen mal in der Senke. Das ist von Velmer Richtung Warburg. Oder besser gesagt von Kalden Richtung Warburg. Ja, und dann hatte ich schnell noch in der Werkstatt angerufen. Es war schon nach 14 Uhr am Samstag. Normalerweise ist dann keiner mehr da, der rangehen kann, aber war echt ein super Typ da. Die sind ohnehin alle ganz gut drauf da bei MAN in Kassel. Da sagt der Mensch, dann kommen wir halt nochmal zurück, dann gucken wir mal. Weil ich sagte, Mensch, das ist so, das kommt so aus dem mittleren Bereich. Es ist auf jeden Fall Wasser, weil das hast du halt gefühlt, dass es Wasser ist. War leicht klebrig und hat halt nach Maggi gerochen. Das heißt, es ist auch ein Frostschutzmittel mit drin. Und ja, dann sagte er, dann ist vermutlich aus dem Retarder heraus. Also zurückgefahren zu MAN, schön die Straßen voll gekleckert und auf die Grube schnell drauf. Ich hatte die Hoffnung noch, dass irgendwie eine Schraube am Flansch möglicherweise nicht richtig festgezogen war oder an der Dichtungsmuffe. Aber es kam da aus dem Flanschgehäuse, was dort halt so im mittleren Bereich des LKWs rauskommt. Da kam es aus dem vollen Material rausgesprudelt. Das Material ist wirklich richtige Fontäne. Da sind so 15 bis 20 Liter drin, also haben wir ihn auf der Grube gelassen. Die haben dann eine Wanne drunter gestellt und upsala. Und ja, dann kann er jetzt übers Wochenende halt richtig auslaufen. Das heißt, da muss ein neuer Flansch dran. Ich habe so einen Eindruck, dass wenn ich losfahre mit dem LKW, ist er durchrepariert. Nee, das ist jetzt vollkommen übertrieben, aber ja, beim 6 Jahre alten Fahrzeug mit der Laufleistung wundert mich das schon ein bisschen, aber steckst du nicht drin. Ich habe dann auch Henrik kontaktiert, der kennt sich da auch ganz gut aus. Er sagte, ja, das
Aber das sieht man auch, das ist ja ein Aluminiumteil, ist halt für die Drücke, die da entstehen, wohl nicht ausreichend ausgelegt. Ja, und wenn halt das Material, quasi die kleine Fontäne, aus dem vollen Material kommt, dann ist das offensichtlich so, dann ist das, war das ordentlich der Abrasion unterworfen oder ist ordentlich der Abrasion unterworfen. Und er sagte, sie haben schon mal mit einer Mischmetalllegierung gearbeitet, aber auch das war wohl nicht vielversprechend, sind dann zurückgegangen auf Vollaluminium. Naja, und das scheint so eine kleine Schwachstelle zu sein. Glück im Unglück, bei allem Ärger, den ich dabei hatte, weil ich wollte eigentlich die Blende anbauen, ich wollte dann noch ein bisschen was Thema Beleuchtung machen. Das konnte ich nun natürlich nicht machen, weil das Auto ja bei MAN geblieben ist. Aber Glück im Unglück ist, finde ich, lieber jetzt so als später auf Tour und dann auf der Autobahn, möglicherweise noch im Dunkeln und kriegst gar nicht mit, dass der Retarder leer läuft. Also so dumm würde ich gar nicht denken können. Also das, ja, da stecke ich noch nicht drin. So, was kostet hier? Ich habe gerade getankt. 1,85 habe ich für super getankt und hier kostet 1,889. Also ja, das war okay. Naja, ich mache das Beste draus und kann mir ja wunderbar auch ein Video draus machen. Ich hatte leider die Kamera nicht dabei, weil ich bin einfach losgefahren, habe mich gefreut. Jetzt hole ich meinen LKW wieder ab, ich kann die tolle Sonnenblende dran bauen, kann noch ein bisschen Thema Beleuchtung machen und dann noch ein bisschen was anderes mit dazu, mich wieder einrichten. Und wollte dann später halt ein Video machen und da ist es, ich hatte einfach keine Kamera dabei, sonst wäre es halt, glaube ich, ein schönes Video geworden. Aber ich hätte auch, muss mal gucken, vielleicht schneide ich das noch irgendwie später mit rein, mit dem Handy halt noch ein paar kleine Videos von der Stelle gemacht, um überhaupt zu sehen, was ist es denn, weil anders bin ich nicht rangekommen, ich konnte es nicht direkt sehen, dachte halt, ich mache das Handy ran, vielleicht habe ich Glück und fange mit dem Video ein bisschen was ein, wo es halt rauskommt. Ja. Das war so die eine Geschichte. Und wie sieht jetzt so mein Plan weiterhin aus? Der ist jetzt, ich habe jetzt heute Morgen noch, also heute ist Sonntag, Montag ein bisschen was Privates zu tun. Dann habe ich Dienstag auf dem Plan. Ich habe festgestellt, dass meine Fahrerkarte fehlerhaft ist. Ich habe es noch nie benutzt, aber gleich einen Fehler aufgeworfen. Meine Unternehmerkarte geht, aber die Fahrerkarte geht nicht. Da muss ich mich drum kümmern. Um LKW muss ich mich kümmern, dass das läuft. Dann habe ich noch mit Tankpool Verhandlungen und mit der DKV und ja, kümmere mich noch ein bisschen um den Trailer, dass der halt fertig wird. Da ist die Abholung dann für mich von heute aus, also heute ist Sonntag, der Moment, 14. April. Also übernächste Woche hole ich den Trailer ab. Kurz davor habe ich Montag bis Mittwoch übernächste Woche, also kurz vor der Trailerabholung, nochmal einen ADR-Kurs. Das hatte ich dann hingekriegt, mich da einzuschreiben. Der sollte eigentlich in Göttingen sein. Wurde aber dann kurzerhand in Göttingen abgesagt, obwohl der Kurs ausgebucht war. Naja, dann habe ich woanders einen gebucht halt auf die Schnelle. Ist für mich jetzt halt auch wieder mehr Reiserei, aber ich will das Ding einfach abhaken, dass man da auch mal einen Haken dran machen kann. Und ja, dann bin ich eigentlich durch. Dann habe ich diese Woche, die jetzt kommt, habe ich dann Dienstag in Kassel, also noch so ein paar andere Dinge zu tun, hatte ich gerade gesagt, Fahrerkarte fehlerhaft neu beantragen, dann also nicht neu beantragen, sondern ja, Tauschkarte bekommen, dann ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste, die habe ich mir auch aufgeschrieben, die fallen mir jetzt ad hoc nicht ein, aber es ist genügend zu tun. Was haben wir dann noch vor? Ja, wie gesagt, Mittwoch bin ich geschäftlich in Berlin für eine andere Geschichte. Das hat hier mit der Transart gar nichts zu tun. Dann, oder nur ganz entfernt, Donnerstag wieder Rückreise. Da fahre ich dann auch in der Nähe von Salzgitter bei jemandem vorbei. Da kriege ich noch einen Teil für den LKW. Und was er mir freundlicherweise auch lackiert. Und ja, dann ist
Freitag wollte ich dann hoffentlich den MAN wieder abholen. Bei dem Flansch müssen sie erst bestellen. Der Arbeitsaufwand, sagte halt der Meister, ist relativ gering. Muss halt Wasser aufgefüllt werden, Flansch, also Wasser entlassen, Flansch getauscht, Wasser wieder aufgefüllt werden. Alles sehr übersichtlich. Könnte man sogar fast selber machen. Dann, ja, Freitag Abholung. Dann habe ich noch ein bisschen an ein paar Sachen zu tun. Muss noch ein bisschen was löten und Steckverbinder basteln und so weiter. Das wollte ich dann Richtung Freitag, Samstag machen. Und Samstag, möglicherweise Sonntag, Anbau dann von ein paar Sachen noch an den LKW einrichten. Dann zum Sonntagabend Richtung ADR-Kurs. Das ist ein Stückchen weit weg von mir, also sind so 2,5 Stunden. Und Mittwochabend wieder zurück, Donnerstag die Zugmaschine schnappen, dann Richtung Werte, dann den Trailer und dann hoffentlich mit Fracht, die ich mir noch suchen muss, Timo kommen oder vielleicht weiß ja jemand von euch was, durch Zufall oben von Werte zurück, so grobe Richtung Kassel. Ja, kann auch ein bisschen woanders hingehen, aber so grobe Richtung Kassel, das wäre super. Planauflieger, 13,6 Meter Ladelänge, ja, 24, 25 Tonnen maximal, wäre meine erste Ladung. Also Rücktour würde ich mir gerne bezahlen lassen. Also da würde ich gerne Fracht mitnehmen, weil sonst wird es auf die Dauer ein bisschen teuer. Es ist schon wahnsinnig teuer geworden, es ist irre, wie viel Geld ich da schon reingesteckt habe. Also ich bin gut und gerne im sechsstelligen Bereich, was ich da jetzt privat investiert habe. Auch wenn es gebraucht erstmal ist, aber da kommt so viel zusammen mit der Zeit. Du musst die ganzen Versicherungen vorstrecken. Das alleine geht fast schon in den fünfstelligen Bereich, weil die Firma fängt ja neu an. Das heißt, Kfz-Haftpflicht und Kfz-Vollkasko, die Logistikversicherung, also Transportversicherung und so weiter, das sind ja alles, das ist ja eine neue Firma im Grunde genommen. Banken sind sehr zugeknöpft, weil es halt junge Firmen gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation in Deutschland angeht, ist die Kreditwürdigkeit also unter aller Kanone. Und dadurch, dass ich die komplett getrennt habe von meinen ganzen anderen Firmen, also ich habe ja noch Ingenieurbüro und noch ein bisschen was anderes, müssen wir jetzt hier nicht so austragen. Ist das im Grunde genommen ein Startup-Unternehmen im Bereich Logistik und da kannst du vergessen, irgendwelche Kredite zu bekommen oder halt irgendwelche Boni, die du bekommst, wenn du ein Ingenieurbüro aufmachst. Da hast du eine relativ hohe Kreditwürdigkeit von Anfang an, aber im Bereich Logistik, also das, was ich im Moment erfahre, ist ganz schwierig. Also zumindest trifft es mich so. Und sei es eine DKV-Karte, da muss ich dann erstmal eine Sicherheit hinterlegen von mindestens 10.000 Euro. Bin gespannt, was bei Tankpool rauskommt, wie die sich verhalten. Also ja, ansonsten muss es ohne die gehen, aber DKV wäre halt schon cool wegen dieses Europamautgerätes im EU-Wirtschaftsraum. Ja, beziehungsweise europäischen Wirtschaftsraum. Hätte ich schon gerne, aber ich kann es halt auch nicht erzwingen oder ich muss halt diese Bürgschaften dann einrichten bzw. halt direkt Geld einlegen, mit dem ich dann allerdings auch nicht wirtschaften kann. Für ein junges Unternehmen mit einem LKW gleich mal eben 10.000 oder 17.000 Euro irgendwo zu parken, das ist schon eine Ausnahme. Ja. Und wenn du damit nicht wirtschaften kannst, also das ist schon, ja, das spürt man. Ja, ja, aber es gibt noch so viele andere Dinge. Ich muss die Homepage einrichten. Kann man jetzt auch sagen, na, lasse dir doch machen. Ja, das kostet auch wieder Geld. Also ich habe jetzt so viel reingeschossen, wo ich sage, so jetzt reicht es erstmal. Ich habe einen Kontostand. Damit kann ich dann auf jeden Fall erstmal 2-3 Monate arbeiten, ohne was verdienen zu müssen. Aber je mehr ich halt auch ausgebe, desto kleiner.
kleiner wird er halt, ne? Und desto weniger wird halt auch die Sicherheit, die ich habe. Und ich habe keine Lust mehr im Moment halt noch privates Geld da reinzustecken. Jetzt ist so viel drin in der Firma, da muss ich auch mal anfangen zu arbeiten. Da muss ich auch anfangen, Geld abzuwerfen, um sich auch selbst zu tragen. Also ich spreche noch gar nicht von Rentieren, ich spreche erstmal von selbst tragen. Da müssen wir jetzt mal hinkommen. Und das ist auf jeden Fall möglich. Also ich habe schon viel mit Zahlen gearbeitet, viele Frachtpreise angeschaut, die Kosten relativ genau kalkuliert, lernt man ja alles in den Verkehrsleiter-Schulungen und das ist ja auch nicht weiter schwer. Also da kannst du auf jeden Fall rentabel arbeiten, auch unter dem Gesichtspunkt, dass du einen neuen LKW in 2, 3, 4 Jahren dann vollfinanzierst und zwar selber vollfinanzierst, in dem Sinne, dass du Rücklagen bildest, dass du dann so eine, sagen wir mal, im Bereich 100.000 Euro auf jeden Fall schon mal an der Geld zur Hand hast, um eine Maschine halt zu kaufen bzw. halt anzuzahlen. Also je nachdem, was man haben möchte, wenn es jetzt ein Volvo Aero, FH Aero oder wie die Dinger heißen, die ganz neuen 87er oder ein V8 Scania ist, dann kommst du mit 100.000 nicht allzu weit. Wenn du jetzt aber sagst, ich nehme jetzt ein Iveco oder Volvo FM, dann kannst du mit 100.000 schon ein bisschen was anfangen. Also das kommt immer darauf an, wie ist die eigene Erwartungshaltung, was möchte man, was hat man zur Verfügung und wie schafft man das alles zu finanzieren. Schaffst du es allein oder brauchst du eine Bank? Ja. Also das ist viel, viel noch Arbeit zu leisten. Und wenn du das alles selber machst, dann, naja, dann das frisst im Moment unfassbar viel Zeit, weil ich mich natürlich um verschiedene Dinge halt in diese Geflogenheit noch erstmal einarbeiten muss. Und auch erstmal so spüren muss, auch fühlen muss, wie arbeiten die Jungs, wie arbeiten andere Firmen, wie erfolgen Ansprachen, Angebote strukturieren und damit spreche ich auch so vom Layout zum Beispiel, dann kümmere ich mich gerade jetzt auch eine TMS, das heißt Transportmanagement Software, weil ich es gleich von Anfang an vernünftig ausführen möchte und aufbauen möchte. Im Moment fühle ich mich mit der Transart ganz allein sehr wohl, um das erstmal auszuprobieren. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn die irgendwann mal wächst. Aber dazu muss man den Markt erstmal so ein Stück weit kennenlernen und schauen, wo ergibt sich die Nische, in der man sich dort ausbreiten kann. Also wo man auch genau den Kunden anspricht und seine eigenen Qualitäten sieht, dass man ja, dort ein gutes Auskommen findet. Ich meine, Plane fährt jeder, ein Kühlkoffer fährt jeder. Wo können dort noch interessante Marktnischen sein? Und das muss man erstmal erkennen. Also das ist, da muss man sich ein bisschen erstmal im Markt bewegen. Und da kommt das eigentlich, also zumindest bei mir immer ganz von allein, dass man dann sieht, okay, wo kann man jetzt reinhaken? Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ich genieße auch momentan die Zeit. Das ist wirklich totale Gründerstimmung. Ich gucke gerade mal, wie viel habe ich denn jetzt schon gelabert. Oh, 18 Minuten. Ist auch momentan totale Gründerstimmung. Das ist auch das, was mir halt richtig Spaß macht. Ich bin jetzt seit 2007, also quasi nach der Promotion, habe ich mich selbstständig gemacht. Aus der Selbstständigkeit wurde dann halt eher richtiges Unternehmertum. Das heißt, du bist dann auch nicht mehr selbst und ständig, sondern du hast dann, du bist dann eher im Bereich Geschäftsführung unterwegs, Unternehmensleitung und hast da durchaus auch ein paar Mitarbeiter und hast auch deine eine Assistenz halt auch und jetzt merke ich halt, wo ich alleine jetzt erstmal in der Transart bin und also ich will jetzt nicht rummeckern, um Gottes Willen.
Und ich genieße momentan die Zeit, aber du merkst, was dir eine gute Assistenz alles abnimmt. Also das ist, du musst halt schauen, dass du die Strategie und das unternehmerische Handeln nicht aus den Augen verlierst vor lauter Details, die du klären musst. Und insofern war vielleicht sogar der Achillesriss ganz okay. Achso, und das führt mich so ein bisschen auf die Situation gerade jetzt. Ihr seht mich jetzt hier Auto fahren. Eigentlich bin ich erst in der 6. Woche Post-OP im Moment. Und ich laufe aber schon wieder fast normal. Ich mache auch Sport, also was natürlich noch nicht geht, ist Fahrradfahren und Laufen. Aber ich kann ganz normal ohne Krücken gehen. Für längere Strecken nehme ich sie nochmal mit dazu. Aber Autofahren mit rechts und oder andere Sachen ganz normal gehen, das geht schon. Und normalerweise sollte ich jetzt bis zum Ende der 8. Woche noch diesen Roboterschuh, also diese Orthese, tragen. Ich habe die versucht, so schnell wie möglich abzulegen. Also ich habe schon nach der 2. Woche, das heißt in der 3. Woche, habe ich den Schuh schon ausgezogen und versucht, den Fuß mit so einem Gymnastikball so langsam wieder zu mobilisieren. Da war alles noch super empfindlich und mittlerweile ist da aber viel Stabilität, auch viel Vertrauen wieder zurückgekehrt. Du musst ja auch die zusammengenähten quasi aufeinander, es wird ja nicht stumpf zusammengenäht, sondern es wird quasi überlappend genäht. Und dieses neue Gewebe, was sich da bildet, das musst du auch richten in der Faserrichtung. Und so eine Sehne ist ja immer in eine Richtung Fasern gewachsen und dadurch, dass du die aktivierst, das heißt also langsam auch Impulse gibst ja, bleiben wir mal bei Impulsen, aktivierst du natürlich auch das Wachstum und die Heilung genau in die richtige Richtung. Und damit habe ich sehr früh angefangen und dadurch habe ich jetzt schon wieder eine recht starke Sehne auch in einem Stadium, wo man normalerweise noch nicht mehr diesen Stiefel ausziehen sollte und auch nachts überanlassen sollte. Ich habe den genau einmal getragen, und zwar in der Nacht, als mein kleiner Sohn geboren wurde. Also ich wurde operiert am Montag, war dann stationär kurz drin, war wieder zu Hause und am nächsten Tag hat er sich entschieden, hey, jetzt komme ich. Hat mir also den Abend noch Montag Zeit gegeben, dass ich jetzt erstmal zu mir kommen kann. Und aber am Dienstag ging es dann schon los und naja, gut, dann stehen andere Dinge im Vordergrund, als sich selber den Fuß zu schonen. Also bin ich mit der frisch operierten Achillessehne und der Narbe dann zack ins Krankenhaus. Die mussten fast alle auf mich warten, aber ich bin da tapfer durch und war mit dabei und habe versucht, mein Bestes zu geben. Aber als Mann bist du da sowieso fast überflüssig, weil die Hebammen, die haben das so super im Griff. Ja, und da war dann in der Nacht, wo er dann geboren wurde und wo man dann auf diesem Familienzimmer war, die erste Nacht, da habe ich es mal angelassen, dann den Stiefel. Und dann habe ich meine Schiene bekommen, die haben wir uns selber bestellt bei Amazon. Und da kannst du dann im Grunde genommen halt, die legst du dann an, kannst den Stiefel ausziehen, legst die Schiene an. Die wird halt quasi um den Fuß, ums Gelenk und so weiter festgemacht mit ein paar Bänder. Und dann kannst du besser schlafen, weil der Fuß will auch atmen, die Haut. Und da die ganze Zeit diesen schweren Stiefel zu tragen, indem du halt auch die ganze Zeit schwitzt, das ist widerlich. Und ja, ich habe versucht, so früh wie möglich halt den Schuh mal wieder loszuwerden. Das war ein ganz natürliches Verlangen. Und insofern bin ich jetzt eigentlich schon wieder so weit, dass ich also wirklich auch die Sehne sehr gut belasten kann. Ich mache auch schon die ersten Übungen halt und kann mich hochdrücken. An der Treppe stehst du auf dem Fußballen, ne, vorne und drückst dich halt über die Ferse dann hoch. Und das geht mittlerweile auch schon. Am Anfang habe ich sehr viel Last halt mit dem linken Fuß abgenommen vom rechten. Und mittlerweile ist es so, dass also der rechte halt auch fast schon das ganze Körpergewicht wieder schafft. Das spürt man sehr gut. Also man hört da in sich rein, man spürt das. Und ja, deswegen, da bin ich schon so weit und kann auch sehr, sehr gut Auto fahren, bremsen, also auch volle Kraft drauf geben, so wie das Auto das auch benötigt. Da. Und ich kann auch einen
LKW hochsteigen, da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ist das mit dem ganzen Körpergewicht halt, ne? Auf einen Fuß dann immer drauf, über den Fußballen vorne, aber ich steige einfach ein bisschen tiefer in die Stufe rein und das geht gut. Also da habe ich mir umsonst Gedanken gemacht, das funktioniert wieder erwarten richtig, richtig gut. Ja. Fällt mir aktuell gar nichts ein im Moment. Vielleicht kommt nachher noch ein bisschen was dazu. Wie gesagt, ich bin jetzt upsala, auf der rechten Spur A44. Noch kurz vor dem Autobahndreieck rüber hoch nach Paderborn, Bielefeld. Und ja, werde jetzt mal die Kamera ausmachen, das Schwätzchen ein bisschen einstellen. Mut wird auch trocken, will meinen Kaffee, den ich mir vorhin an der Tankstelle noch mitgenommen habe, ein bisschen genießen. Und aber ich werde bestimmt noch mal ein bisschen nachher was dazu erzählen, wenn die Gedanken geflossen sind. Ja. Und werde jetzt den Nacht-LKWs ein bisschen zuschauen. Das mache ich zu gerne. Geht natürlich von weiter oben noch viel besser. Vor allen Dingen werde ich aber auch ein bisschen Gas geben, ein bisschen schneller fahren. Und aber ansonsten so die Nachtszenerie bei den LKWs, die jetzt so langsam wieder, es ist jetzt Sonntagabend, auf die Straße zurückkommen, die werde ich jetzt so ein bisschen genießen. Hast dann fertig runtergeladen und wir können weitermachen im Text. Es ist jetzt schon wieder Dienstag früh, 7 Uhr und bin jetzt im Anflug auf Kassel, zurück über die A44. Geht gleich zum TÜV wegen neuer Fahrerkarte bestellen. Ein paar Passbilder muss ich noch mal machen lassen oder raussuchen für den ADR-Kurs nächste Woche. Ja, das ist heute halt so ein bisschen organisieren, machen und tun im Büro zu Hause. Nochmal für die anderen Firmen ein bisschen was machen. Ich habe mich da ein bisschen zurückgezogen aus der Geschäftsführerrolle und das tut auch gut. Ich kann auch ein bisschen Zeit jetzt gerade halt mit dem Sohnemann verbringen. Das ist einfach nur wunderbar. Eine schöne Zeit gerade. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich genieße das gerade, die Gründerstimmung. Ich genieße so diese Gesamtzeit, mir auch Zeit nehmen zu können. Für ja, den 7 Wochen alten Jungen zu Hause und das mitzuerleben. Gleichzeitig brauche ich auch ein bisschen was zu tun, also ganz nichts tun ist nicht so meins und nur im Garten rumgraben ist auch nicht so meins. Ich genieße es. Es ist schön. Und dann geht es heute, nee, morgen Abend Richtung Berlin. Da habe ich geschäftlich ein bisschen was zu tun. Bereich Engineering und ja, Donnerstag zurück, dann, aber das habe ich alles schon erzählt, was abholen, aber es war ein bisschen durcheinander vorhin. Freitag Homeoffice und andere Sachen vorbereiten, ich glaube LKW abholen und. Ja, dann Samstag, Sonntag nochmal Wochenende, dann Sonntag Anbau der Lände, das mache ich dann mit meinem Stapler und Sonntagabend dann auch zum ADR-Kurs, Mittwochabend wieder zurück und Donnerstag dann Richtung Trailerabholung und dann auch das erste Mal halt Timocom ausprobieren, ja, mit der Rückfracht Donnerstag Nachmittag oder Freitag Richtung Kassel. Bin echt gespannt, ob ich da was so organisiert bekomme. Also so das erste Mal ein bisschen ausprobieren und wird spannend. Wird echt spannend. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass ihr eure Zeit gut verlebt habt jetzt seit Neujahr und alles so gelaufen ist, wie ihr euch das gedacht habt, denkt und plant, egal was ihr vorhabt.
Ich wollte vielleicht noch mal ein bisschen was mit LKW reinschneiden, aber ich lasse das jetzt erstmal als kurzes Lebenszeichen. Werde das Video relativ schnell hochladen. Da muss ich auch noch den zweiten Teil mit Björn Dinski fertig machen. Und dass man dann sind wir eigentlich wieder zurück im Text. Dann läuft alles so, wie es ja relativ zeitnah auch für euch an Infos, an Fortschritten und dann bald an Fahrvideos. Ja. Freue ich mich schon. Ja, freue ich mich wirklich. Und gerade jetzt auch bei so einem Wetter, ne? Da fahren zu können, das ist doch Belohnung genug da. Das ist doch schön. Ja. Also insofern sage ich an dieser Stelle Metal off. Nee. Ja, wir sind glaube ich alle Bescheid, ne? Ich kann mich da nicht ganz ausnehmen. Es hat zwar wahnsinnig viel auch das Angucken mit Narzissmus zu tun, aber ich bin einfach ein schlechter Mensch. Fertig, Bums. Ja, in diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom. Ciao.